Das hier, das ist ein Zuschauerpaket und das hier, das sind zwei Amazon-Wunschlistenpakete. Und weil da drauf steht, dreimal Bierpower, gehe ich davon aus, dass da vielleicht Bier drin sein könnte. Das heißt, ich werde diesen Paket jetzt als erstes öffnen. Bin gespannt drauf, was drin ist. Achso, dieser Paket hat Patrick S. geschickt. Lieber Andreas, hiermit sende ich dir einen kleinen vorweihnachtlichen Gruß aus dem schönen Thüringer Wald. Genieße das leckere Weihnachtsbier und lass das D3 scheppern. Gerne würde ich dich nächstes Jahr zu einer Wanderung über den Rennsteig einladen. Über dreimal Bierpower würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße aus Thüringen und schöne Weihnachten wünscht Patrick. Viele Grüße zurück. Die Bierpause mache ich am Ende des Videos. Und und vielen Dank für das Bier. Werde die erstmal auspacken. Und ach ja, zu Thema Rennsteig. Rennsteig bin ich schon mal gewandert. Und wie heißt das Ding? Deswegen, ich würde, wenn schon, würde ich dann auf jeden Fall einen anderen Wanderweg bevorzugen. Da ich den Rennsteig zu, ich glaube, zwei Drittel oder so bereits kenne. Das habe ich auch schon mal als Video dokumentiert. Vielen Dank für das Vitamin D3. Bin ganz gespannt drauf, wie dieses Bier schmeckt. Ich werde jetzt dieses Weihnachtsbier ausprobieren. Geprost. Ja, kann man trinken. Vielen Dank für die Weihnachtsbiere und für das Vitamin D3. Vitamin D3 ist im Winter ganz gut. Und frohe Festtage nachträglich. Na, das ist ein Amazon-Paket. Das geht anders auf. Ich weiß schon bereits, was drin ist. Beziehungsweise ich weiß, was bei beiden drin ist. Und auf das Ding freue ich mich drauf. Ich muss aus datenschutzrechtlichen Gründen den Zettel zensieren. So, ich hab's zensiert. Ein Gruß von Rüdiger N. Viel Vergnügen mit der Powerbank. Von Rüdiger N. Rüdiger, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank dafür.
Das Ding ist ultra brauchbar. Die Powerbank. Und zwar, das ist nicht nur irgendeine Powerbank, sondern eine mit, hier, 65 Watt Schnellladefunktion. Die kann ich auf jeden Fall richtig gut für so einen richtigen Vollfettwanderung gebrauchen. Die vielleicht so vergleichbar lang sind wie diese Heidschnuckenwegwanderung. Da war ich ja 13 Tage unterwegs gewesen. Und ich habe zwar zwei Powerbanks, die reichen vielleicht für 3-4 Tage ungefähr. Aber ich dachte mir, diese hier in die Wunschliste mit reinzupacken, weil die hat ganze 65 Watt Leistung. Und diese hier, die kann sich deswegen ganz schnell aufladen, genauso wie ganz schnell die Gerätschaften aufladen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeinem Imbiss oder Bäckerei oder Dönerladen oder so etwas hingehe, dort irgendwie kurz pausieren tue und diese Powerbank dann irgendwie auflade, da ist die erheblich sehr viel schneller aufgeladen, also zumindest solange die Steckdose mitmacht, als die herkömmlichen Powerbanks. Und wenn ich zum Beispiel mein Solarpanel anschließe, mein Solarpanel, der schafft bis zu 4 Ampere, wenn ganz viel die Dreischöpferung drauf geht. Aber meine anderen Powerbanks, die können maximal 2,1 Ampere aufnehmen. Das heißt, diese Powerbank, die kann auch noch mehr Ampere aufnehmen als diese 2,1. Also soweit ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht täuschen sollte. Und wenn diese hier dann schneller voll geht, egal ob jetzt über ein Solarpanel oder wenn ich jetzt irgendwo in irgendeiner Gaststätte kurz Pause gemacht habe, dann kann ich von dieser Powerbank die anderen Powerbanks aufladen. Und deswegen ist das extrem, extrem gut und mega brauchbar für so eine richtige Vollfettwanderung. So, ich habe jetzt die Powerbank gerade angeschlossen gehabt, hier an mein Schnellladenetzteil. Und ich muss sagen, erster Eindruck, auf jeden Fall ein sehr positiver Eindruck. Ich habe den gerade, glaube ich, vor etwa 15 Minuten angeschlossen gehabt. Und der hat bei 81% gestartet. Jetzt ist er schon bei 95%. Das heißt, er lädt auf jeden Fall mega schnell. Und das wird auf jeden Fall ein richtig brauchbares Feature sein, um jetzt nicht zu lange in irgendwelchen Gaststätten festhängen zu müssen. Um jetzt ganz schnell die ganzen Geräte aufladen zu können und so weiter. Rüdiger, du hast mir damit auf jeden Fall eine große Freude zubereitet. Vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall ein sehr brauchbares Teil. So, jetzt das letzte Paket aufmachen. Das ist auch ein Amazon-Wunschlisten-Paket. Eine Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung. Und ich weiß auch hier, was drin ist. Genau. Das hier, das ist ein Thermounterhemd. Der ist sogar richtig brauchbar jetzt. Besonders für die nächste Tour. Die ist richtig essentiell. Ich guck mal, ob hier irgendwie ein Zettel drin ist. Na, ich muss das wieder zensieren. So, ich habe den Namen etwas abgeklebt gehabt und da steht drauf, ein Gruß von Benedikt S. Lieber Naturin, ich bin durch den Schänder auf dich aufmerksam geworden und finde deine Aktion voll fett. Bitte mach weiter so und zieh den Schänder öfters aus dem Hotel. Dem tut das Wandern, glaube ich, gut. Von Benedikt S. Viele Grüße zurück und wird gemacht. Und dieser Thermounterhemd, der ist für die nächste Tour extrem essentiell. Das passt mir ja gut. Vielen Dank dafür. Ich werde mit dem Flötenmann auf die Alpen hochlaufen. Bei minus keine Ahnung was wie viel Grad. Deswegen brauche ich das. Extra damit ich hier, wie heißt das Ding nochmal, meine Innereien nicht abfriere. Genau. Das hast du mir gut mitbestellt.
Das finde ich voll cool, ich mag das. Ich werde das erstmal anziehen und ausprobieren. So, ich habe hier mein Thermounterhemd angezogen und der scheint zu passen und der hält jetzt schon warm. Das ist voll gut. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie gut der mich warm hält, wenn ich den demnächst so richtig, das erste Mal so richtig benutzen werde. So, ich bedanke mich für die Zuschauerpakete und ich werde jetzt auf Patrick Bierpowers machen gehen. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. So, ich habe gerade die 3 Bierpowers gemacht und ich habe mir überlegt, dass ich ab sofort nur noch auf Donations, die über PayPal gehen, und auf Kanalmitgliedschaften ab Stufe 2 oder höher Bierpower machen tue. Also sprich nicht mehr über Fanpost-Aufforderung. Weil nicht, dass dann irgendjemand auf die Idee kommt, ein Bier zu schicken und hinschreibt, dass ich da 100 Bierpowers machen muss. Genau. Und genau, so habe ich mir das jetzt in meinem Kopf so erdacht. Dass ich das ab sofort nur noch auf PayPal Donations und auf Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaften mache. Und hier, ich habe eine PayPal Donation erhalten und ich werde jetzt 2 Leute grüßen. Ich grüße dich. Niklas aus OPP. Und ich grüße dich, Patrick aus OPP. Vielen Dank für deine PayPal-Donation, Niklas. Und wir sollten unbedingt in Hochsommer in der Schleuse baden gehen. Das wird immer echt höchste Zeit. Durch meine Zahnlücke passen 2 Euro Stück durch. Guck mal. Ich bin eine richtige Bazille. Guck mal da hinten, da fliegt ganz viel Hähnchenfleisch rum. Da fliegt noch mehr Hähnchenfleisch rum.